Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video, wo wir uns das Fox und das TYGR300R von Beyer Dynamic auch nochmal genauer angucken wollen. Ich würde jetzt erstmal mit dem Fox anfangen. Das haben wir ja schon angeboxt. Ich habe es jetzt nur nochmal zugemacht, ihr habt. Ihr seht, ich habe auch andere Klamotten an als im anderen Video. Das ist halt ein neuer Tag. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft. Wir hatten ein paar Termine. Ich finde immer noch, wie geil, dass das voll geil aussieht. Aber hier oben ist so wenig. Ich denke mal, ich muss das so denn machen. Also praktisch an mein Stativ machen, dass es dann runterhängt. Weil ich glaube nicht, dass das von vorne besprochen wird. Ich glaube, weil sonst wäre der Popschutz nicht mit bei. Und wenn der Popschutz mit bei ist, ich denke mal, dass wir das entweder so am Stativ machen werden oder ich denke mal eher, dass wir nach unten hängen werden. Mal gucken. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier unten festkriegen. Wir müssen das erstmal lose machen oder was? Nee, das hat damit nichts zu tun, das ist fest. Einfach rufschrauben. Ah, einfach rufschrauben hilft. Ah, jetzt können wir doch klicken. Jetzt kann ich von unten die Schraube festhalten, beziehungsweise, also hier ist auch keine Schraube mit bei, dass man das Mikrofon an den Arm befestigen kann, aber das ist auch nicht schlimm. Ich habe es ja Gott sei Dank, dann ist das so. Wir können das dann halt hier so neigen. Oh, dann, oh, das fällt dann aber um. Okay. Also wenn man zu steilen Winkel macht, fällt es um. Ich würde es dann halt so machen. Ich zeige es euch mal auf dem Tisch. Praktisch, dass ich es halt hier vor mir habe. Das lange Stück müsst ihr natürlich nach hinten machen. Das ist, denke ich mal, für jeden klar, warum und weshalb. Wenn man reinspricht und eine leichte Neigung braucht, und man muss vorne reinsprechen, dann natürlich so. Und dann natürlich das lange Stück nach hinten, weil, ja, sonst kann man es nicht neigen einmal in die andere Richtung und auch wegen der Stabilität. So, dann machen wir den Popschutz ran. Ich werde es erstmal ohne Mikrofonarm benutzen. So, so werde ich es vor mir auf den Tisch stellen und dann halt benutzen. Jetzt müssen wir noch gucken mit dem Kabel, wie das aussieht. Mit dem Schwarz-Orange, ich finde das echt cool. So. Dann müssen wir das mal hier kurz wegstellen. So. Ein bisschen Platz machen. Sonst ist der Arbeitsplatz weg. Also nicht weg, aber zugestellt. So. Wie es funktioniert und so, einfach an USB ran und so, das werde ich dann alles demnächst testen und dann werden wir dann natürlich, ach, ich mach mal so, sieht schöner aus, und dann werde ich dann einen Hardware-Check machen, wenn ich es eine Weile getestet habe. So, der Kabel, müssen wir mal gucken, also mein Tisch ist 1, ja,
Anderthalb, naja, fast 2 Tischlängen, das sind, wie viel war er, 80, glaube Meter. Also ein bisschen über einen Meter, also für Laptops, vielleicht sogar ein bisschen zu lang für PCs. Wenn man den PC jetzt ziemlich weit wegstehen hat, dann nicht, aber wenn ich dazu habe, nach unten, bei mir passt's. Mein PC steht halt unter meinem Tisch. Und vor allem mit dem USB-C, das ist richtig cool. So, und dann, ja, ich weiß aber nicht, ob das so prickelnd ist mit dem Kabel hier hinten. Weil der USB-C-Kabel, der wird an die Rückseite ran gemacht. Ich zoome euch da mal ran. Seht ihr das? Und wenn ihr euch das, wenn er das zu weit neigt, geht, noch geht's. Ist hier ein bisschen Spannung drauf. Ob das zur Halterung sein soll? Ja, also das fällt dann zwar nicht ganz runter durch den Kabel, aber finde ich eher suboptimal. Da hätte ich es mir, na gut, die haben es bestimmt gemacht, damit er hinten weggeht und vorne nicht stört oder an der Seite. Ja, und die meisten werden sich ja sowieso an Stativ machen, aber so vom ersten Eindruck finde ich das eher suboptimal, dass es an der Stelle ist, der USB-C-Kabel. Das finde ich eher suboptimal. So. Aber nichtsdestotrotz, ich werde das dann heute oder morgen alles einrichten. Ich muss mal gucken, wie ich dazu komme. Weil die Große kommt auch gleich von der Schule. So, nur schnell hier, damit hier nichts verloren geht. So, dann mache ich das hier, lege ich das hier drüber und dann so. Dann kommen wir zum Hardware-Video von den Kopfhörern, würde ich sagen. Ich mache mal was höher, ich bin falsch. So. Und die werden wir dann auch benutzen. Müssen wir nur gucken. Da, 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 da. Kann man das unten auch aufmachen? Ach, jetzt, siehst du, jetzt ist mir schon Mikrofon umgefallen, leicht ging gekommen. Ich mache das einfach mal hier oben ab. Wo habe ich mein Messer da? Also verpackt ist jetzt sehr gut. So. Dann müssen wir das hier ohne Lose machen. Wo ist denn hier der Anfrager? Nein, nein, komm. Einmal. Achso, hier nochmal. Beim Abnehmen von den Kopfhörern gerade, von der Halterung, konnte ich die Ohrmuscheln schon so ein bisschen anfassen. Also die fassen sich wirklich geil an. Richtig schön plüschig. So. Dann machen wir die mal lieber sicherheitshalber, dass die nicht wegkommen. Machen wir hier mit rein. So. Und ihr habt halt natürlich so einen fetten goldenen dran. Den könnt ihr natürlich abmachen. Achso, wieder verschraubt, okay. Das kenne ich von den letzten Beyerdynamics, da ist das verschraubt. Also ihr braucht auch keine Angst haben, wie bei anderen Kopfhörern. Wenn ihr jetzt Studiomikrofone und so habt. Marc hat ja auch Studiomikrofone, das weiß ich. Ach Quatsch, Kopfhörer, Mensch. Wenn ihr denn den dicken habt, dass ihr denn, wenn er draus zieht,
Ja, aus der Buchse, damit ihr den dann in der Hand habt und den separat rausziehen müsst. Nee, die sind wirklich miteinander verschraubt. Und da seht ihr auch so ein bisschen das Gewinde. Oh, und hier an den schwarzen Linien könnt ihr auch erkennen, dass es Stereo ist. Ein schwarzer Strich Mono, zwei Stereo, drei Stereo plus einmal für Mic. Der Kabel ist auch über einen Meter. Ja, nicht ganz anderthalb Tisch. Ich finde nämlich mein Maßband nicht mehr. Ich muss mir mal ein neues holen. Optisch sehen die echt cool aus. Die arbeiten auch gerade, also im ganzen Set ist irgendwie mit schwarz-rosa, schwarz-orange gearbeitet. Beim Mikrofon schwarz, orangener Kabel, weiß Beyer Dynamics steht drauf, vorne das Y und Beyer Dynamics ist weiß oder, naja, so ein bisschen silbrig. Hier haben wir den weiß und darunter soll es orange aussehen. Ich weiß nicht, ich glaube, das könnt ihr nicht wirklich gut sehen über die Kamera. Also, es soll orange sein. Ich sehe es. Ihr bestimmt nicht. Na, die sind leichtgängig, also ist nicht so viel Druck drauf. Der Kabel, der für PC reicht, der dicke aus, denke ich mal. So, jetzt werden wir die mal eine Trageprobe machen. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo weiß ich denn, wo links und rechts ist. Ach, da steht ein L für links. Und das ist R für rechts. Das habe ich auf der rechten Seite nicht wirklich gesehen, aber auf der linken Seite. Innen drin sehen die dann so aus. Sieht man es? Auch nochmal Stoff. Oben sind sie richtig schön gepolstert. Aber nicht nur da, sondern hier auch. Ich würde mal gucken, damit ihr das so ein bisschen besser sehen könnt. Da. Man kann sie nicht drehen. Was nicht schlimm ist. So. Und dann bin ich mal gespannt. Wartet mal, ich muss erstmal größer machen. Ach, da unten macht man die größer. Hier an da. Ich habe gedacht, jetzt hier oben geht was raus. Nein, hier unten geht es raus. Und das ist komplett Metall. Seht ihr das? Komplett Metall. Aber so viel brauchen wir nicht. Und es geht schön schwer. 1, 2, 3. Also ich habe jetzt hier nur dreimal auf jeder Seite. Also so ein Einklicker. Bei meinen anderen Kopfhörern habe ich eigentlich in der Regel immer fünfmal. Es geht richtig schön schwer. Was mir persönlich, also ich weiß nicht, wie euch gefällt, mir persönlich gefällt das sehr gut. Die sitzen sehr gut. Die schirmen jetzt nicht so doll ab wie meine Gaming-Kopfhörer. Also ich höre trotzdem noch meine eigene Stimme. Und der Tragekomfort ist echt angenehm. Die haben nicht, diese drücken nicht zu doll, nicht zu leicht. Ein wirklich angenehmer Tragekomfort. Sie gehen über meine Ohren drüber. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ich brauche immer Kopfhörer, die über meine Ohren drüber gehen. Wegen meinen ganzen Ohrringen. Ich habe hier nur drei und hier habe ich vier. Weil wenn die Kopfhörer dann meistens so sind, dann drücken sie mir die Ohrringe hier drin und das ist kein schönes Tragegefühl. Die gehen locker über die Ohren. Ich kann euch das mal zeigen. So, seht ihr das vielleicht ein bisschen? Sind schön groß. Also der Tragekomfort ist wirklich echt geil. Man merkt die kaum. Oben, ich merke nichts Hartes oben. Ich kann jetzt hier raufdrücken, wie ich will. Jetzt. Ah, da muss ich richtig doll drücken, damit man da was Hartes merkt. Das ist richtig schön gepolstert. Sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm, muss ich echt sagen. Komplett aus Metall, die Halterung. Schöne Polsterung. Mit den Kabeln muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich die dann, also die da, weil ist ja klar, wo sollen hier, ist nur Metall, wo sollen hier die Kabelei in die Kopfhörer reingehen. Da muss ich persönlich aber aufpassen, wegen meinen Katzen, dass ich die Kopfhörer dann immer schön hochhänge an meine Halterung, weil jeder, der Katzen hat, weiß bestimmt, Katzen und Kabel, das ist immer so eine Angelegenheit. Und dann mache ich das so, mache den Kabel so ein paar Mal rum und kann mir das oben anhängen. Das werden wir auch dann
So, das soll es jetzt soweit zum Hardware-Video gewesen sein. Ich habe sie mir jetzt angeguckt. Ich muss echt sagen, ja, warum, ich weiß nicht, das muss man eigentlich bei Beyer Dynamic nicht mehr großartig erwähnen, dass die Qualität einfach erstklassig ist. So, und wirklich einen sehr, sehr angenehmen Tragekomfort haben. Das Mikrofon fühlt sich schwer an und sehr, sehr wertig. Moment. So, dann bin ich wieder. Das war die Post. Die hat ein Kuscheltier von meiner Tochter gebracht. Also nicht die Post hat sie gebracht, ich habe es bestellt und kam jetzt an. Wie gesagt, die Qualität sieht sehr, sehr gut aus vom Optischen her. Der Tragekomfort vom Kopfhörer ist echt geil. Beim Mikrofon bin ich mir noch nicht so sicher. Mit dem Tischständer, also Verarbeitung ist echt gut. Mit dem Tischständer weiß ich jetzt nur nicht wirklich. Aber ich denke mal, der ist nur so mit bei. Und besser wäre es wirklich, wenn man sich das Mikrofon an ein Stativ macht, an ein richtiges Stativ. Mit, am besten vielleicht noch mit Spinne dran oder was weiß ich. Was ich aber sehr gut finde, ist, dass das Mikrofon unten komplett so eine Gummierung hat. Seht ihr das? Ja, seht ihr. Damit das wirklich schön, jetzt kann ich es nicht vormachen hier, weil meine Tischdecke, damit das wirklich stabil und gut steht und nicht hin und her rutscht. Also ich bin mal gespannt. Ich werde es auf jeden Fall jetzt testen, auch in den nächsten Streams werde ich es benutzen. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde mich jetzt hier erstmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Hardware-Check kommt dann in ein paar Wochen oder so. In 2-3 Wochen, wenn ich sie getestet habe, ausgiebig. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.